Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch mal wieder über die Plattform Fiverr sprechen und ich würde euch gerne hier in diesem Video 5 unterschiedliche Strategien geben, mit denen ihr immer wieder 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 10 Euro oder auch mehr verdienen könnt. Und ich denke, ich verspreche da definitiv nicht zu viel. Fangen wir direkt mit der ersten Nische an und bei dieser Nische handelt es sich um die Transkriptionsnische. Eine Transkription ist einfach nur die Abschrift von etwas Gesagtem. Meist kriegt man eine MP3-Datei, anschließend dann muss man aufschreiben, worum es sich dabei handelt. Und nein, keine Sorge, ihr müsst tatsächlich nicht selbst Transkriptionen anfertigen. Es gibt diesbezüglich folgende Strategie, nämlich die meisten Freelancer hier auf Fiverr bieten eine Transkription für 1 Dollar pro Minute an. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Person jetzt eine Transkription von einer Minute erstellt, kostet das 1 Dollar. Es gibt aber solche Plattformen wie GoTranscript, wo man gerade mal 59 Cent pro Minute bezahlt. Das Ganze ist natürlich ab 59 Cent pro Minute. Natürlich könnt ihr beispielsweise auch auf Fiverr ein bisschen mehr nehmen, sagen wir mal zum Beispiel 1,20 Dollar pro Minute oder 1,50 Dollar und so weiter und so fort. Und es kann natürlich auch hier sein, dass ihr auf GoTranscript ein bisschen mehr bezahlt, zum Beispiel manchmal 1 Dollar, manche vielleicht 80 Cent pro Minute und so weiter und so fort. Und das Spannende hier ist das Folgende, nämlich wir können einfach unsere Dienstleistung auf Fiverr anbieten für zum Beispiel, sagen wir mal, 1 Dollar pro Minute. Wir bezahlen hier auf GoTranscript gerade mal 59 Cent und das würde in diesem Fall bedeuten, dass wir eigentlich 41 Cent pro Minute an Gewinn machen. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, wir würden 10 Minuten hier zugeschickt bekommen. Da können wir anschließend dann diese MP3 nehmen, können die hier auf GoTranscript an GoTranscript schicken. Die übernehmen die Arbeit für uns und wir würden in diesem Falle 4,10 Euro Gewinn machen, weil nochmal, wir nehmen 10 Euro ein, wir geben insgesamt 5,90 Euro aus und dementsprechend haben wir einen Gewinn von 4,10 Euro gemacht. Das ist schon mal die erste Strategie, die wirklich gut funktionieren kann. Es gibt noch andere Plattformen, wo ihr auch solch günstige Transkriptionen bekommen könnt, zum Beispiel auf der Plattform TranscribeMe. Da kann man auch extrem günstige Transkriptionen an sich holen, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch einfach den Preis ein bisschen zumindest nach oben setzen auf Fiverr, zum Beispiel auf 1,50 Dollar oder vielleicht maximal 2 Dollar, sodass ihr hier auch mal eure Profite noch um einiges erhöhen könnt. Das ist die erste Nische, kommen wir direkt zur zweiten Nische, nämlich die Social Media Content Nische. Und ich hatte schon mal darüber ein Video gemacht, nämlich es gibt sehr wenig gute Content Creator hier auf Fiverr und wenn ihr zum Beispiel einfach mal so durchscrollt, dann werdet ihr eigentlich keinen Creator finden, wo ihr wirklich sagt, wow, sowas habe ich vielleicht noch nie vorher gesehen. Es gibt aber ein Tool, mit dem ihr wirklich unglaublich gute Social-Media-Posts erstellen könnt und dieses Tool hier nennt sich Orfeo. Ich habe euch das in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch das holen möchtet, ein Link befindet sich in der Videobeschreibung drin. Ihr müsst es nur ein einziges Mal kaufen und könnt es dann praktisch für immer verwenden. Und das Tolle an Orfeo ist das Folgende, nämlich ihr könnt solche Social-Media-Posts hier erstellen, wo zum Beispiel so ein Wal, sagen wir mal, aus dem Post rausschwimmt. Ihr könnt hier mal hier oben auf Templates draufklicken und könnt euch das Ganze anschauen, weil es gibt viele, viele tolle Templates, die ihr verwenden könnt. Zum Beispiel können wir ja mal hier auf Scrollstopper draufklicken und uns ein paar von diesen anschauen. Zum Beispiel haben wir hier so einen kleinen Astronaut, der praktisch von einem Post in den anderen Post reinspringt. Oder zum Beispiel können wir dann solche animierten Posts machen, wo das Produkt dann in die Mitte gesetzt wird. Und wir haben dann zum Beispiel noch so ein paar kleine Geschenke, die da rumfliegen. Oder zum Beispiel haben wir hier so ein Auto, das dann praktisch reingefahren kommt, aber aus dem Bild dann, sag ich jetzt mal, rausgeflogen kommt. Und genau solchen Content können wir hier mit Orfeo erstellen und können dann diesen Content zum Beispiel auf Fiverr verkaufen. Und das ist wirklich der Spaß hier, nämlich es gibt keine Person so wirklich, die das Ganze bisher anbietet und ich denke, das ist eine wirklich interessante Nische für uns. Das heißt, falls ihr euch Orfeo holen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link dazu und ihr könnt ihr direkt hier über die Plattform beginnen, Einnahmen zu erzielen, indem ihr, wie gesagt, genau diese Social Media Content Erstellungsleistungen anbietet. Die nächste Nische ist die folgende, nämlich die Intro-Nische. Viele Leute suchen auf Fiverr nach Intros. Man sieht das hier schön daran, wie viele Bewertungen die Leute bekommen haben. Zum Beispiel diese Person, 345 Bewertungen, 750 Bewertungen, 476, 297 und so weiter und so fort. Und ohne diesen Leuten hier zu nahe zu treten, aber viele von diesen Intros sind halt doch ziemlich, ziemlich basic. Und sowas könnt ihr auch erstellen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse im Designbereich zu haben. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Nämlich, ihr müsst auf die Plattform placeit.net gehen. Sobald ihr es getan habt, könnt ihr hier oben dann auf zum Beispiel Videos draufgehen, klickt dann hier auf Intros drauf und dann könnt ihr aus allen möglichen Intro-Templates euer Template wählen und könnt dann praktisch daraus auch ein Logo bzw. könnt daraus dann auch ein Intro erstellen. Man sieht hier, dass diese Intros wirklich, wirklich professionell sind. Und dass ihr eigentlich nur Folgendes braucht, nämlich ihr braucht einen Premium-Account hier auf der Plattform. Dazu geht ihr einfach hier oben auf Pricing drauf, könnt ihr dann so einen Premium-Account holen, kostet gerade mal 14,95 Dollar pro Monat und dann könnt ihr schon direkt loslegen und könnt all solche Designs hier erstellen und könnt diese dann zum Beispiel über unterschiedlichste Plattformen anbieten. Es gibt hier auch so ein Free-Logo oder Free-Intro, da könnt ihr einfach mal draufklicken und könnt euch das Ganze anschauen. Ihr könnt dann hier jederzeit zum Beispiel eure eigenen Fotos hochladen, ihr könnt eure eigenen Videoclips hochladen, ihr könnt zum Beispiel eigene Texte integrieren und so weiter und so fort. Das
Das heißt, das ist wirklich, wirklich einfach und dafür braucht ihr absolut gar keine Designkenntnisse. Ihr braucht einfach nur die jeweiligen Materialien, die könnt ihr, wie gesagt, jederzeit hochladen, den jeweiligen Text, den könnt ihr jederzeit integrieren, zum Beispiel hier auf der linken Seite und dann habt ihr ein fertiges Intro, das ihr euch hier dann jederzeit herunterladen könnt. Ihr seht übrigens auch anhand der Bewertung, dass natürlich viele von denen extrem viel Geld schon gemacht haben. Zum Beispiel, sagen wir mal, man geht normalerweise davon aus, dass eine aus 10 Personen eine Bewertung da lässt. Das heißt in diesem Falle 7.500 Bestellungen, a 10 Dollar, wenn zum Beispiel in diesem Falle 75.000 Dollar, die diese Person hier eingenommen hat. Und ich denke mal, das ist gar nicht so unrealistisch. Das heißt, viele von diesen Sellern hier haben wirklich ein kleines Vermögen über Fiverr gemacht und ihr braucht halt wirklich nur zum Beispiel solche Tools wie dies hier, 14,95 und könnt direkt starten oder ihr nutzt, wie gesagt, diese anderen Tools, die ich euch schon vorgeschlagen habe und geht in eine andere Nische rein. Es gibt aber auch noch eine Nische, die unfassbar profitabel ist, wo ihr richtig, richtig viel Geld für einen einzigen Auftrag verdienen könnt und das ist sogar die Nische, in der ich aktiv bin, nämlich die Ghostwriting-Nische. Wenn ihr einfach mal den Begriff Ghostwriting eingibt, werdet ihr sehen, dass es sehr viele Ghostwriter gibt, die hier ihre Dienstleistungen anbieten. Aber es ist dennoch eine Nische, wo es kaum wirklich dominante Seller gibt, also wo es eine Person gibt, die zum Beispiel praktisch alle Aufträge wegnimmt. Zum Beispiel hier auf solchen anderen, in solchen anderen Nischen wie zum Beispiel der Intro-Nische, da gibt es halt ein paar Seller, die halt schon richtig viele Aufträge bekommen haben und da ist es manchmal relativ schwer, gegen diese Leute anzukommen. In der Ghostwriting-Nische gibt es bisher aber nicht sonderlich viele Leute, die tatsächlich hier zum Beispiel hunderte Bewertungen haben. Und das könnte definitiv euer Vorteil sein. Nämlich, ihr könnt ja mal hier auf diese Preise drauf gucken. Zum Beispiel, die meisten Ghostwriter wollen auch für kleine Bücher schon mehrere hundert Euro haben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie könnt ihr sowas umsetzen, ohne zum Beispiel selbst die Bücher schreiben zu müssen? Dazu geht man einfach auf solche Plattformen wie zum Beispiel Upwork.com und sucht einfach nach einem Ghostwriter. Das heißt, ihr macht Folgendes, ihr bietet hier eure Dienstleistung an. Zum Beispiel, sagen wir mal, 200, 300 Dollar für ein Buch. Anschließend dann geht ihr auf die Plattform Upwork, sucht nach einem Freelancer, der genau dieselbe Dienstleistung durchführen kann für weniger Geld, vielleicht ungefähr für die Hälfte. Sagen wir mal zum Beispiel, ihr nehmt 3 Cent pro Wort, eine Person möchte ein 10.000 Wörter Buch haben, dann würdet ihr in diesem Fall 300 Euro, 300 Dollar bekommen. Ihr sucht eine Person, die das Ganze macht für 1,5 Cent, davon gibt es viele und dann, wie gesagt, habt in diesem Falle 300 Euro eingenommen, habt 150 Euro ausgegeben, dementsprechend euer Profit für diesen einen einzigen Auftrag, der würde bei 150 Euro liegen. Das ist übrigens auch das sogenannte Service-Flipping-Konzept, was ich immer vielen von meinen Schülern beibringe und damit könnt ihr ganz, ganz viele unterschiedliche Unternehmen starten, auch simultan starten und können richtig gutes Geld verdienen, ohne wirklich selbst Arbeit erledigen zu müssen. Falls ihr darüber mehr lernen möchtet, habe ich euch auch nochmal mein Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe, in der Videobeschreibung verlinkt, das sogenannte offizielle Flipping Booklet. Im Booklet zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man so ein Flipping Business aufbaut. Übrigens nicht nur im Ghostwriting-Bereich, sondern auch im Übersetzungsbereich, im Texter-Bereich, also praktisch Texter-Ghostwriting, also im Übersetzungsbereich, Transkriptionsbereich und so weiter und so fort. Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Nischen drin, auch Webseitenbereich, Apps, Designs und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das holen möchtet, Link ist in der Videobeschreibung drin. Und dann die letzte Nische, über die ich mit euch sprechen möchte, ist die Animated Video Nische. Viele Leute suchen nach animierten Videos und sind dafür bereit, auch wirklich gutes Geld zu zahlen. Zum Beispiel diese Person hier, 350 Dollar nimmt die dafür oder 125, 30, 335, 60 und so weiter und so fort. Und sogar einige zum Beispiel 475 Dollar. Und ihr könnt auch wirklich gute animierte Videos erstellen mit diesem Tool hier, nämlich Bytable. Mit Bytable könnt ihr jederzeit hier auf Templates draufklicken, könnt diese unterschiedlichen Templates nutzen und könnt daraus dann animierte Videos machen. Das Tolle an diesen animierten Videos ist, dass ihr die selbst gestalten könnt. Ihr könnt da die Elemente verschieben, könnt sie größer, kleiner machen, könnt neue Elemente hinzufügen und vieles, vieles mehr. Und das Ganze kostet wirklich nicht sonderlich viel. Ihr könnt hier mal hier oben auf Plans draufgehen und könnt euch das Ganze anschauen. Es gibt ja diesen Free-Plan für 0 Dollar, den Plus-Plan für 19 Dollar und diesen Ultimate-Plan dann für 49 Dollar, aber gut, den braucht ihr eigentlich nicht. Der 19-Dollar-Plan ist schon den ich normalerweise hier empfehlen würde. Und so könnt ihr dann zum Beispiel tolle animierte Videos erstellen und könnt sie zum Beispiel über Plattformen wie Fiverr anbieten. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Falls ihr euch Ophio holen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Falls ihr euch das Flipping-Booklet holen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Oder wenn ihr euch ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da befindet sich auch ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.